zieht es unvermeidlich auch nur raus. Boah, so cool das Kampfsystem. Oh! So cool. Bam, 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 bam. Ja, du siehst aber auch schon, dass das bei der Quest quasi ist eben Mainstream-Quests. Töte das, sammel das, zerstör mal eben das. Boah, ihr habt Stufe 10 erreicht, ja, Inventarraum wurde vergrößert, das absolut Wichtigste. Ah, apropos, wir können ja noch hier unsere Punkte verteilen. Ich weiß immer noch nicht so recht, wo rein. Gesundheitsmaximum, nee. Bringt man jetzt so viel auch nicht. Charisma. Okay, ich werde für Drachenzähmung. Ich werde das hier nehmen. Das ist auch für Drachenzähmung gut. Das heißt, wir werden uns früher oder später doch mal so einen Hardcore-Drachen dann irgendwann zähmen. Was sucht der Feuerkeiler hier? Bäm, da ist er schon lang tot. Ja, wir werden uns früher oder später doch mal so einen Feuerkeiler zähmen. Du kannst mir übrigens mal in die Kommentare schreiben, welche Klasse du denn spielst. Würde mich interessieren, und wie du sie findest. Ob sie sich unterscheidet von so den Standard. Ich meine, Orakel, mit was wäre Orakel vergleichbar in einem anderen MMO? Ich weiß gar nicht wirklich. Vielleicht mit dem Mönch? In WoW zum Beispiel? Keine Ahnung. Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Na, okay, hopp, komm, jetzt sammle doch die Pflanze auf. Und ob sie wirklich sich so spielt wie in anderen MMOs, also ich finde hier Orakel ganz anders, ganz cool. Auch wenn Casts bisher ich noch nicht habe. Was habe ich denn eigentlich auf T? Ah, okay, da war dieser komische Schlag. Aber ich glaube, die müssen wir die hier auch töten. Oh nee, da haut er mich um, bevor ich da meine Combo-Attacke fertig habe. Komm. Nee, den müssen wir nicht töten. Wir brauchen noch Wildbären und von den Feuerkeilern auf jeden Fall. Wir können ja auch mal unser Drache wieder rufen. Muss man sich erst dran gewöhnen. Und ich wollte eigentlich den Hotkey für den Drachen umstellen, weil es doch ein bisschen doof ist. Also F2. Und wo sind die Feuerkeile? Da ist noch einer. Aber guck mal, wie das geht. Er kann sich gar nicht wehren, wenn du wirklich den richtigen Kombo-Krams benutzt. Was war das? Purer Drachensplitter für physische Verteidigung. Wie gesagt, in einem der nächsten Teile gehe ich mal auf alles drauf ein. Da muss ich mich auch mal ein bisschen belesen. Kann vielleicht wirklich noch ein paar Parts dauern jetzt, aber das ist ja nicht schlimm. Ich komme momentan auch so wirklich astrein zurecht. Ohne das Wissen über die Items, die ich alles sammle. Da haben wir noch einen Feuerkeiler. Oh, guck mal, wie das geht. Er schwendet die anderen. Ah, ich finde es so cool. So genial. Oh, guck mal, das trifft sogar beide. Also wenn du Gegner nah beisammen hast. Jetzt vergesse ich zu spielen. Wenn du Gegner nah beisammen hast, dann wirkt es auch auf beide. Ich vergleiche MMOs gerne, das war auch bei Terra so, mit dem True Action Combat System. Avanna-Plünderer noch? Ja, war auch bei Terra so, finde ich cool. Ist auf jeden Fall ein Realismus-Plus, wenn man es so nennen kann. Was ist jetzt los?
eine kleine Zwischensequenz. Da sind sie, die Plünderer, guck. Da ist ein schwarzer Drache, sehe ich sofort. Oh, die Plünderer kämpfen gegen die Drachen. Seid ihr nicht vom Volk der Osira und flieht vom, fliehlt vom Himmel? Wir brauchen eure Hilfe, die braucht jeder, Kollege. Adler. So, was jetzt? Die Plünderer-Töte und Dämmerschuppenfleckdrache. Steht nur da. Wahrscheinlich auch töten. Hoffentlich können wir uns so einen zähmen. Oh, das wäre cool. Die sehen schon richtig drachenmäßig aus. Und die sehen noch nicht mal irgendwie großartig elitemäßig. What? Vertragsfreies Drachenziehen? Willst du mich verarschen hier? Okay, wir hauen einfach mal um. Und jetzt? Vertragsfreies Drachenziel. Also ich kann den nicht irgendwie zähmen. Oh Mann. Das ist ja doof. Was passiert da? Irgendwas treff ich. Jetzt vielleicht. Nee, immer noch vertragsfrei. Ja, what the fuck? Was heißt das? Vertragsfreies Drachenziel? Keine Ahnung. Meine Hitpoints, schnell mal Heiltrank. Und man kriegt für wirklich ziemlich viel am Heiltränke hier. Das finde ich cool. Die sind auch nützlich und haben nicht so einen langen Cooldown wie in anderen MMOs. Finde ich auch gut. Ja, aber jetzt muss ich die ja immer umhauen. Ist, glaube ich, auch. Oder muss ich töten? Doch, die muss ich ja töten. Habe ich gleich noch einen Target, also richtig krass. Ich komme gar nicht weiter, ich kann keinen Schritt nach vorn machen. Ohne dass ich hier voll im Kampf bin schon. Havanna-Elche, hübsch, hübsch. Gucken wir mal da. Havanna Plünder. Oh, jetzt habe ich so viele am Arsch, am Sack. Oh, guck mal, wie alle hüpfen. Das ist krass. Weiß gar nicht, ob es viele Pi gibt, ob sich das Grinden lohnt hier irgendwie. Stirb, stirb, stirb. Und ich weiß noch nicht so richtig, was ich mit dem Skill T anfangen soll. Das war noch ein bisschen. Lass ich momentan ein bisschen außen vor. Gucken wir mal. Wir können ja auf K unser Skill-Interface aufrufen und Combo-Skills gucken. Was ist K? Kaltblütiger Schlag. Ah, da haben wir noch keine Combo. Ne, da haben wir noch nichts. Bestrafung? Nee, okay. Alle Kombos, die ich jetzt benutze, die, ja, kenne ich auch irgendwie. Mal guck, wie es abgeht, wie sie schnetzelt. Ihr erfüllt die Quest. Was war das? Ihr erfüllt die Quest-Voraussetzung? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Plünderer da getötet. Das waren auch Hunde. Hatten da dazu gehört. Sehr lustig. Da sind zwei Drachen gleich. Komm, die hauen wir um. Boah, guck mal, wie sie abgeht. Ja. Oh.
Oh, boah. Ha. Alles down. So, was suchen jetzt eigentlich Kapuzenträger? Das finde ich ein bisschen doof. Guck mal. Aber Beta halt. Kannst du machen nix? Muss ich gucken zu? Okay, Holzwindfarm können wir wieder 2 abgeben. Cool, cool. Und die anderen 2 gehen wir schon da oben ab, bei Shea. Wo wir sowieso hin müssen. Oh, jetzt verfolgen uns die ganzen Plünder. Ach, die wären hier schon gewesen. Komm, ich zieh mal so ein paar zusammen hier. Ha. Hey, nicht runterwerfen. Werf mich schnell auf den Boden. So, so, so. Ja, so arg viel EP gibt es nicht. Ich habe jetzt mal ein bisschen drauf geachtet. Also, Questen lohnt sich wohl doch mehr. Ich meine, von der Story bekommen wir jetzt nicht wirklich viel mit. Aber die ist ja auch meistens nicht wirklich so geschichtsträchtig. I have a bad feeling about this. Keep your guard up. What can I do for you? Strength be with you. Did you want to... So, hier alles. Viel Heiltränke. Viele Heiltränke. So, was macht unser Drache? Da ist er. Ab geht's nach Shea, wo wir unsere nächste Quest abgeben müssen. Palim, palim. Es könnte ein bisschen kürzeren Cooldown haben hier, die Geschwindigkeit auf dem Mount. Avannawald, da sind wir. Oh, wie hübsch. Eine kleine Festung mitten im Grün. Da ist er, der Gix. Auch Heiltränke, super genial. Er lernt aktive Skills. Mitternachtsreißzahn. Oh, verrückter Tanz. Cool. Also man bekommt die... Doch, ich hab... Hatte ich ein Level-Up? Ja, ich hatte ein Level-Up, meine ich. Bin jetzt Level 11 genau. Ich hatte eben schon gedacht, die Skills bekommt man nicht mit Level-Up, sondern mit irgendeiner abgeschlossenen Quest. Und das sucht die Höhle von der Adlersprach. Höhlen. Und irgendwie läuft es ein bisschen komisch, glaube ich. Guck mal. Ist hier nicht alles anders gelaufen? Da hat ziemlich viel Schwung in den Armen. So. Der Haoi Mifia. Der Mifia. Tötet Stahlklauen, Jungspinnen. Beschafft Lotusblatt. Oh, wie viele Quests. Beschafft Blätter des Mantorgrases. Das sieht, glaube ich, aus wie irgendwie von Berufen. Irgendwelche Quests. Da ist ein kleines Mädchen, die klein Finny. Schnief, schnief, Kätzchen. Meine Kätzchen sind nicht mehr da. Ich wollte sie nur draußen spielen lassen, aber sie rannten davon und sind nicht zurückgekommen. Buhuhuhu, schnief. Wollt ihr sie nicht wiederbringen? Coco, Pico, Mika, Peggy, was für Katzennamen. Machen wir. Sammelt massives Kernholz. Damit können wir sogar die Katzen ruhig stellen mit dem massiven Kernholz. Stan Marshalls Wahn. Okay. Guck mal, da sind schon überall Punkte, wo ich die Quest irgendwie... Ah, das sind die Katzen. Ey. Ich wollte gerade sagen, da oben ist doch keine Katze, oder? Wie läuft denn die da so ewig weit hoch in das Gebirge rein? Tavernenbesitzerin. Wiederholbare Quest. Klebematerial. Habe ich schon fertig gehabt, okay. Klebematerial. Sammelt Collagen von Schweinefüßen. Das sind alles wiederholbare Quests anscheinend. Alles mit einem blauen Ausrufezeichen. Deswegen, ich nehme die jetzt mal nicht an. Ich kümmere mich erstmal hier um das. Beschafft Hackfleischplatte.
Also da bekommt man auch in Gefährteninsignien. Wie gesagt, ich lese mir bei einer ruhigen Stunde alles das mal durch, was es noch darüber zu wissen gibt. Aber das wäre jetzt einfach, ja, zu viel, denke ich. Da gibt's noch eine Quest, wahrscheinlich in der Hütte drin. Lass uns gucken. Ja, der Meister-Alchemist. Der ist völlig fertig. Oh. Alchemie ist ein konstanter Prozess von Zerstörung und Wiederherstellung. Man weiß nie, welcher Drang am Ende dabei herauskommt. Wenn ihr wollt, kann ich euch die Alchemiefähigkeit beibringen. Ja, klar. Beschafft Dorangrasbüschel. Oh mein Gott. So. Ja, jetzt haben wir gefühlt 1 Million Quests angenommen. Guck mal, die Kreise, die überschneiden sich überall. Und ich würde sagen, wir gucken erstmal, wo die Katzen sind, ne? Kitty, Kitty, Kitty. Wo ist sie? Gelber Punkt hier. Ist sie irgendwo da oben? Wo ist die Katze? Wird doch hier als gelber Punkt angezeigt. Hat die sich irgendwo versteckt? Na, Holzzahnnager. Wie bekomme ich jetzt den ins Target? Wo ist die Katze? Wo habt ihr sie hin? Okay. Da ist sie nicht. Da gucken wir mal nach einer anderen. Vielleicht sind die wirklich ein bisschen versteckt, dass man es nicht so leicht findet. Ah, hier ist aber auch keine. Da drin vielleicht? Nee. Wie komme ich denn in die Hütte rein, in die andere? Na, renn! Lauf, kleines Mädchen, lauf! Da hinten müsste auch noch was sein. Was ist da? Gogo? Die Gogo? Naga schon wieder? Da haben wir Kernholz. Cool. Nehmen wir gleich mit. Wenn wir es sowieso brauchen. Wo ist jetzt die Katze? Muss ich da. Nee, da kann ich nicht rein. Da komme ich jetzt auch nicht mehr raus. Oh mein Gott. Komm, wir hauen mal schnell den Nager um. Tot, tot, tot. Ihr wurdet mit Bakterien infiziert? Ha. Okay, macht uns nichts. Das Holz ist schon wieder da. Nehmen wir gleich nochmal. Damit haben wir schon zwei Holz. Und die Katze muss auf der anderen Seite von der Mauer sein. Und ich müsste es eigentlich schon genau draufstehen. Außer die ist hier irgendwo. Also die muss ich wirklich irgendwo verstecken. Das gibt's ja nicht. Ich bin nur nicht doof hier. Jetzt gehen wir mal noch da rein. Ne, da ist er auch nicht. Und in diesem Sinne mache ich jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß. Habe ich eben irgendwas gesehen? Nee. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Let's Play und bei allem anderen, was du sonst noch so machst, natürlich. Wenn dir die Let's Plays gefallen, lass auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Das hilft nicht nur mir, das hilft auch dir. Und ja, in diesem Sinne bin ich raus. Bis demnächst.